Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Bitwig-Tutorial zum Thema Modulatoren. Es geht um das Voice-Stack-Modul im Generellen, aber dann noch ein bisschen mehr, nämlich um das Voice-Stacking, Unison, Voice-Spreading, bisschen Polyphonie. Und ich wollte das so ein bisschen ausufern lassen, damit man das Thema Voice-Stack ein bisschen besser versteht. Und dazu muss ich so drumherum erklären. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier einen Phase 4, einen Polysynth und einen Multisample Grand Piano geladen. Und zwar fangen wir doch vielleicht mal mit dem Unison an. Bei dem Polysynth gibt es eine Einstellung Unison hier bei den beiden Oszillatoren. Und ich kann diese Unison-Einstellung macht nichts anderes, als dass ich hier Stimmen nehmen kann, also mehrere Stimmen dieses Oszillators. Im Moment ist jetzt nur eine eingestellt, die klingt so. Und ich kann jetzt hingehen und einfach mehr Stimmen, nehmen wir 5, nehmen und dann wird das einfach erstmal nur lauter, weil 5 Stimmen gleichzeitig erklingen, ist einfach aufeinander addiert. So, der Unison-Schalter macht jetzt nichts anderes, als dass er die Stimmen gegeneinander verstimmt. Und zwar hört sich das dann so an, wenn ich den langsam hochdrehe. Das heißt, ich habe jetzt 5 Stimmen, die sind alle im Verhältnis zueinander zu diesen 41 Cent, die ich hier 50 Cent nehmen. So hört sich 50 Cent auf Polysynth an. Die 5 Stimmen sind quasi zu diesen 50 Cent im Verhältnis zueinander verstimmt. Also der eine ist ein bisschen weniger verstimmt, die erste Stimme ist original, die zweite Stimme ist ein bisschen verstimmt, die dritte Stimme ist noch mehr verstimmt, die vierte Stimme ist noch mehr verstimmt und die fünfte Stimme ist dann um 50 Cent verstimmt. Also das ist so das typische Unison. Das kann ich machen, wenn so ein Instrument quasi mir diesen Switch anbietet. Ich habe jetzt aber in Bitwig noch eben eine Möglichkeit, zum Beispiel bei dem Phase 4 habe ich hier keinen Unison-Regler oder ich sehe ihn einfach nicht, aber der Phase 4 hat keinen Unison-Regler. Jetzt kann ich aber hier vorne auf das Instrument klicken und im Inspektor hier links sehe ich, dass der standardmäßig 6 Voices gleichzeitig spielt. Ich kann das auch noch erhöhen auf 64 Voices, wenn ich möchte, aber warum? Kostet nur mehr CPU. Und standardmäßig habe ich an einer Hand nicht mehr als 5 Finger. Deshalb sind 6 Voices immer so eine in petto, falls man dann noch irgendwie mit der Nase nachhelfen muss. Ganz gut. So, jetzt kann ich hingehen. Der klingt so. Und wenn ich jetzt Voice Stacking auch wieder mit 5 Stimmen mache, dann sind das quasi 5 Phase 4 Synthes übereinander gelegt, addiert. Dann klingt er einfach schon mal lauter. Ich könnte das Ganze auch so machen, wenn ich es hier wieder rausnehme. Ich kopiere den einfach mit STRG G und dupliziere den nochmal 4-mal mit STRG D eigentlich. So, 5 habe ich jetzt hier an der Zahl. So, jetzt erklingen hier auch 5 Instanzen des Phase 4, wäre möglich. Und ich könnte jetzt auch hingehen und in den einzelnen Instanzen verschiedene Änderungen machen. So, das möchte ich aber nicht, weil das ist alles ein bisschen zu aufwendig, zu kompliziert und wir sind ja faul. Oder sagen wir einfach mal clever in dem Fall und benutzen das Voice Stacking Feature von Bitwig und sagen, ich will hier 5 Voices drin haben. So. Und mit diesem Voice Stacking Feature kann ich jetzt Folgendes hingehen, weil wir ja vorhin bei dem Polysynth, gehen wir nochmal hier rüber, haben wir dieses Unison-Feature hier genutzt und ich möchte jetzt bei dem Phase 4, bei dem Ton hier, auch einen Unison haben, habe das aber hier nicht in dem Device drin. Also klicke ich hier vorne wieder auf das Device und habe hier jetzt ein Voice Stack Spread. So, ich habe hier 5 Voices eingestellt, habe hier einen Modulator, der heißt Voice Stack Spread plus minus,
Und wenn ich jetzt den anklicke, dann kann ich hier wieder Werte verändern. Und ich habe hier jetzt zum Beispiel den Pitch. So hört sich mein Instrument an. Und wenn ich jetzt den Pitch so leicht verändere, dann habe ich quasi auf dem Phase 4 einen Unison. Je nachdem, wie stark ich das haben will, natürlich. So. Und das Gleiche, wenn nicht sogar dasselbe, kann ich auf dem Grand Piano machen. Ich habe hier einen Grand Piano. Klingt halt wie so ein Grand Piano. Und eigentlich will ich das jetzt, normalerweise ist das Voice Stacking auf 0. Klingt das so. Und jetzt möchte ich das Klavier einfach so ein bisschen verstimmt haben. Ich könnte jetzt mit Modulatoren, irgendwelchen LFOs das hin und her schwingen lassen. Und dann hätte ich so ein verstimmtes Klavier. Ich kann aber auch einfach hier beim Voice Stacking, sagen wir mal, ich gehe mal davon aus, so ein Ton hat 3 Saiten. Und kann jetzt mit dem Voice Stack Spread, kann ich jetzt hingehen und den Pitch verändern. So, jetzt habe ich ein kaputtes Klavier. So. Und ja, also so kann ich erstmal diesen Unison auf jedem möglichen Devices erstellen. Okay, aber wir sind ja in einem Modulatoren-Tutorial und deshalb will ich auch, ich stelle es hier nochmal ein, ich habe hier auf 5 Voices, beziehungsweise ich stelle es mal auf 0, klappe hier meine Modulatoren auf, klicke hier drauf und hole mir einen Voice-Stack rein. Achso, vielleicht noch als kleinen Tipp, wenn ich hier drauf klicke, dann tippe ich einfach Voice, wie man hier sieht, und gehe mit der Pfeiltaste runter und auf Enter und dann habe ich hier meinen Modulator. Und jetzt steht hier, der ist rot und da steht hier auch schön, this modulator will have no effect unless the parent device has a voice stacking enabled. Und damit ist nämlich genau das hier gemeint. Also hier auf der linken Seite. Das heißt, Voice Stacking ist hier also auf Off, also kann dieser Modulator gar nicht aktiv werden. Und schalte ich den jetzt zum Beispiel auf 5 Stimmen, dann wird der aktiv. So, jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Ich klick den mal auf. Und zwar habe ich hier unten so einen Modulator und dieser Modulator entspricht im Prinzip diesem Voice Stack Spread hier auf der linken Seite im Inspektor. Das heißt, wenn ich den jetzt hier anklicke, oder ich kann den auch hier anklicken und habe jetzt diesen Ton und verändere den Pitch. So, habe ich dieses Schweben und dieses Unison quasi. Das Interessante kommt jetzt aber erst noch. Das heißt, ich habe jetzt hier dieses gesamte Voice Stack quasi mit einem Modulator gemacht. Oh Wunder, oh Wunder. Aber ich habe jetzt hier noch so diverse Modi und dieser Modus, ich mache das jetzt mal ganz schrecklich. Na, ich muss das auch treffen. So, ich mache das jetzt mal richtig heftig. Das klingt nicht schön, aber zur Anschauung ist das besser. So, wenn ich jetzt eine Taste drücke, dann sieht man, wie der anhand meiner Einstellung dann zur Seite geht. Und das ist dieser Modus von 0 bis 1. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal 100%. Das heißt, die erste Note ist auch der Ton, der ursprünglich aus dem Instrument kommt. Die zweite Note ist um plus 25% verstimmt. Die dritte Note ist, oder der dritte Ton, sagen wir mal so, der dritte Ton ist um 50% verstimmt. Verstimmt, der vierte Ton um 75 und der fünfte um 100% verstimmt. Also das heißt, den vollen Wert, den ich hier eingegeben habe, entspricht dem fünften. So, wenn ich jetzt hier den Modus minus 1 zu plus 1 auswähle, dann seht ihr gleich, okay, es geht tatsächlich von minus 1 plus 1. Welch Wunder,
Und dann werden die fünf Stimmen, Töne quasi in ihrer Verstimmung, jetzt bei dem Pitch zum Beispiel, aufgeteilt in minus 1, minus 0,5. Dann hier ist der Originalton wieder da, plus 0,5 und plus 1 verstimmt. Dann gibt es hier noch den Value. Und hier werden die Stimmen meines Erachtens zu genau. Da muss ich jetzt ein bisschen lügen. Nee, tatsächlich glaube ich mal einmal, zweimal, dreimal und viermal. Beziehungsweise fünfmal verstimmt. Und dann gibt es noch einen ganz interessanten Modus, den Manual. Und wenn ich jetzt beim Manual auf die, wenn ich den ausgewählt habe und auf den Ton klicke, passiert Folgendes. Nischt. Zum Vergleich. Manual. Nischt. Geht was? Nischt. So. Und hier habe ich wie so einen Step-Sequencer, solche Steps. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte, dass die erste Stimme zu 100% verstimmt wird durch den Pitch. Oder weniger. So, und das kann ich jetzt halt einzeln einstellen von den verschiedenen Stimmen, wie ich das haben will. Nehmen wir mal vielleicht ein höheres C. Und kann das hier relativ fein einstellen, was ich hier haben möchte. Das geht natürlich auch mit allen anderen Werten, die ich hier verstellen kann. Ja, hier zum Beispiel mal diese Werte. Zum Beispiel. So, ups. So, das ist jetzt, wenn ich alle Werte gleich verteilt verändern möchte. So, ich kann das jetzt aber auch hier so lassen. So, diese Gleichverteilung, diese Einstellung gilt quasi für diesen Spread, den ich hier machen kann. Und ich kann jetzt aber auch, das ist euch bestimmt aufgefallen, wenn ich über die einzelnen Stimmen gehe, kann ich mit die einzelnen Stimmen auch modulieren. Nehmen wir jetzt hier zum Beispiel die zweite. Und was mache ich? Ich drehe jetzt einfach mal diesen hier rein. Mal so ein Scharren. Und so könnte ich jetzt durch die verschiedenen Stimmen mir so einzelne Zuordnung machen. Klingt jetzt gerade nicht schön, aber so habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe so ein generelles Voice Spreading Werteveränderungsmöglichkeit für alle Stimmen, die ich hier definiert habe. Also meistens sind das fünf. Und ich kann dann pro Stimme selber noch Werte verändern hier, die ich möchte. Das heißt, ich kann dann so ein absolutes Feintuning durchführen und konfigurieren. So, ich sehe dann auch hier, wenn ich hier draufklicke, auf den Modulator draufklicke, sehe ich dann links in dem Inspektor, den ich hier unten links aufrufen kann, sehe ich dann, was ich pro Voice verändert habe. Ich sehe das natürlich auch, wenn ich hier über den Modulator-Pfeil mit der Maus drüber fahre, sehe ich dann, was hier grün aufleuchtet. Oder eben auch hier sehe ich, was grün aufleuchtet. Aber hier habe ich nochmal so eine tabellarische Übersicht,
Idee eigentlich ganz praktisch ist. So, ich denke, das war's auch schon wieder im Großen und Ganzen. Das Schöne an diesem an dieser Voice-Decking-Geschichte, dass man die hier über den Inspektor quasi im Instrument selber machen kann, plus diesen Voice-Deck-Modulator, dass man das Gesamte als Preset speichern kann. Das heißt, ich muss nicht dann, wenn ich das mal wieder haben will, mein Instrument aufmachen und die dann gruppieren in diesen mit Steuerung G. Ups, so viel wollte ich jetzt nicht. Mit Steuerung G und dann mit Steuerung D dann duplizieren und dann hier die Einstellung machen. Das könnte ich auch so speichern, aber so habe ich dann eine viel bessere Ansicht und eben dann auch nachher die Übersicht, was ich hier gemacht habe. Ich kann dann einfach hingehen und kann diese ganzen Werte eben ändern, rauslöschen. Also ich kann hier jetzt einzelne Sachen irgendwie rauslöschen, die ich irgendwie jetzt nicht haben will. Ja, und das war's auch schon wieder. Dann hoffe ich, das hat euch was gebracht. Habt viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Kommentiert im Blog, im Video. Bis dann. Ciao, ciao.